Ich würde gern mit einer Frage beginnen an den Herrn Kaufmann. Und zwar nicht aus unbegründetem Anlass. Der Vorsprecher hat gerade gesagt, Administration, Verwaltung kann nicht innovativ sein. Das war schon sehr eine sehr ketzerische Ansage. Was kann man dazu tun? Die Politik ist angesprochen, die Verwaltung ist angesprochen. Ketzerisch kann ich natürlich antworten, das war aus Amerika. Also da sind wir momentan nichts anderes gewohnt. Aber also wenn ich mir jetzt das Land Niederösterreich anschaue und ich hatte auch letzte Woche das Vergnügen, einen Rechnungshofbericht zu dem Thema zu lesen und darüber zu reden im Landtag, der hat uns auch bescheinigt, dass wir hier gut unterwegs sind, dass gerade die Informationstechnologie im Land gut aufgestellt ist, dass wir ein gutes Team haben und auch die WST3, also die Abteilung vom Magister Bartmann, hier einen guten Job macht. Und wir sehen auch anhand der Themen, die auch unsere Landeshauptverwaltung jetzt vorgibt, Digitalisierung und Niederösterreich muss das schnellste Bundesland werden, dass politisch der Wille da ist und ich, alle in unserem Team auch davon überzeugt sind, dass wir gute Leute bei uns im Haus haben und diesen Weg mitgehen können. Also diese Aussage, dass die Innovation nicht im Haus passieren kann, halte ich für Humbug. Also ich glaube, wir sind ja wirklich auf einem guten Weg und wir werden das auch beweisen in Niederösterreich. Das ist mein aller Trump, der uns gerade versucht zu beweisen, dass es auch ohne Politik geht. Sie gehen einen anderen Weg, definitiv. Okay, ja. Wunderbar. Vielleicht gleich die Frage an Herrn Bartmann. Welche Wege gehen Sie jetzt? Es wurde schon angesprochen, was sind die Initiativen, die hier im Land Niederösterreich passieren? Ja, vielleicht vorweg einmal, Innovation kann nicht in der Verwaltung stattfinden. Ich glaube, Sie sehen auch heute im Laufe des Tages einige gute Beispiele, wo das Land Niederösterreich oder die Verwaltung generell innovativ ist. Auch die ganze E-Government-Schiene, wo wir europaweit führend sind, also bundesweit, zeigte, dass Innovation stattfinden kann. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, Innovation findet nicht im Silo statt, sondern findet an den Schnittstellen statt. Und das Thema, und ich glaube, da hat die Verwaltung und auch die Unternehmen müssen da lernen, miteinander zu reden, weil an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Unternehmen, da finden dann Innovationen statt. Und ich glaube, der Prozess, den wir versuchen, ist, diese Schnittstellen muss man überall sehen, intern und auch extern. Und die Aufgabe der Geschäftsstelle der Digitalisierung, die ja bei mir ist, dient einmal intern dazu, die Leute zusammenzubringen. Es gibt viel Kompetenz, es gibt viele Projekte. Ich glaube, das Spannende ist, die Leute zusammenzubringen. Das Spannende ist, dann auch mit anderen Blickwinkeln auf die Themen zu schauen. Das Spannende ist, wir sagen immer, die Geschäftsmodelle in der Wirtschaft ändern sich. Ja, da muss sich die Verwaltung auch ändern. Und ich glaube, die Fragen, die wir hier stellen, sind die ganz wesentlichen. Und gemeinsam im Diskurs, glaube ich, können wir das auch entsprechend weiter voranbringen. Digitalisierung ist ja ein sehr breites Wort. Jeder spricht darüber. Es wird nahezu wirklich pausenlos darüber gesprochen. Wie schaffen Sie das, in die Mannschaft zu bringen? Digitalisierung, glaube ich, darf man nicht darauf reduzieren, dass es um IT geht. Bei der Digitalisierung geht es um Geschäftsprozesse, bei der Digitalisierung geht es um Mindset, es geht um Innovationskultur und die muss man vorleben. Da geht es auch um Leadership. Das auf der einen Seite bedeutet es, dass ich natürlich als Führungskraft gefordert bin, Innovation zuzulassen, Fehler zuzulassen und eine Fehlerkultur auch wirklich zu leben. Das heißt, ganz bewusst zu sagen, Kinder, probiert es aus, wenn es schief geht, ja, reden wir darüber, warum ist es schief gegangen und was können wir daraus lernen. Natürlich alles im Rahmen dessen, die öffentliche Verwaltung hat natürlich auch einen gewissen Auftrag, die stabilen Verhältnisse sicherzustellen. Aber die Frage ist, wie kann ich es durch vorbildhafte Projekte, und da geht es auch darum, kleinere Projekte zu probieren. Das war also, ich glaube, wir sind im Spannungsfeld, kleine Projekte zu probieren auf der einen Seite und eine große Vision auf der anderen Seite zu haben. Und dieses Spannungsfeld muss man in gemeinsamen Projekten, in gemeinsamen Prozessen einfach vorleben. Okay. Sie haben gesagt, früh zu beginnen ist ein gutes Schlagwort. Es beginnt ja vieles. Beginnt oder endet mit der Bildung. Was, Frau Weber, kann man hier im Bereich Bildung, in dem ganzen Umfeld, Ausbildung von Kindheit eigentlich, würde ich sagen, an bis hin zu den höheren Studien tun, beziehungsweise was fehlt in Österreich? Ja, ich glaube, es ist ja schon angeklungen und ich habe das auch kurz in meiner Begrüßung schon angesprochen. Gerade wir als Donau-Universität haben hier, glaube ich, eine besondere Rolle, weil wir ja im Bereich der Bildung tagtäglich mit Studierenden zu tun haben, die
genau mit solchen Fragestellungen zu uns kommen und die mit sehr aktuellen Fragestellungen zu uns kommen. Und dieses wechselseitige Lernen voneinander und diese Offenheit ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ich glaube aber schon, dass den Universitäten insgesamt, was die Innovation betrifft, eine ganz wesentliche Rolle zukommt. Herr Bartmann hat gesagt, es braucht sozusagen diese Schnittstellen zwischen den einzelnen Disziplinen und zwischen den einzelnen Bereichen. Und um innovativ zu sein, muss man an die Grenzen gehen. Wachstum findet immer an Grenzen statt. Und in dem Zusammenhang glaube ich, dass auch gerade jenen Bereichen in der Wissenschaft und in der Forschung auch eine sehr große Bedeutung beikommt, die genau an die Grenzen gehen. Und das sind sehr oft die Grundlagenforschung in diesem Bereich. Und wir haben, wenn wir in Österreich schauen, eigentlich eine Situation, wenn wir auf den F&E-Sektor blicken, dass der F-Teil sozusagen, also der eher angewandte Teil oder der E-Teil, der eher angewandte Teil, eher vielleicht ein bisschen, der ist sehr gut finanziert, der ist sehr gut gefördert, während der F-Teil, der Grundlagenteil, notorisch unterfinanziert ist in Österreich. Und ich glaube, dass der Ansatz, wenn man sich auch anschaut in anderen Ländern, in sehr erfolgreichen Ländern wie in der Schweiz oder in Schweden, die sind diesen Weg gegangen, speziell in die Grundlagenforschung zu investieren, genau diese Innovationen dort zu schaffen und sie dann in die Anwendung zu bringen. Es ist natürlich ein Bündel von Maßnahmen. Es ist einerseits eben diese Förderung der Grundlagenforschung, für die ich eine Lanze brechen möchte und wo hier auch, glaube ich, der universitäre Sektor sich zu Wort melden muss und sagen, wir brauchen mehr Geld in diese Richtung. Es ist aber genauso dann in der Umsetzung der Innovationen sehr wesentlich, auch zum Beispiel entsprechend qualifiziertes Personal zu haben. Also ich glaube, es ist nicht eine Maßnahme, die wir hier setzen müssen, sondern ein Bündel von Maßnahmen, die letztlich dazu führen können, dass Innovationen entstehen, aber dann auch in die Anwendung gebracht werden und in die Umsetzung gebracht werden. Sind wir da attraktiv genug am Markt international oder fehlt da? Ich glaube grundsätzlich, dass wir sehr attraktiv sind, dass wir da auch gar nicht zurückschrecken sollen davor, dass wir sagen, wir sind jetzt ein kleines Land, weil auch ein kleines Land, da kommt es nicht auf physische Größe an, hat große Möglichkeiten. Und ich glaube, dass sogar eine unserer Stärken darin liegt, verstärkt auf Innovation zu setzen. Wir haben zuerst gehört, auch diese Reindustrialisierung, Sektoren zurückzuholen nach Österreich aufgrund von Innovationen. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Kapital, das wir hier haben. Aber noch einmal gesagt, ich glaube schon, dass es gerade im Grundlagenbereich hier solide Budgets und eine solide Ausstattung braucht, um eine solide Basis zu haben. Gibt es da Best Practices aus anderen Ländern? Zum Beispiel die Nordics wurden zuerst in einem Vortrag angesprochen. Ja, ich habe schon angesprochen, auch Schweden, Schweiz, wenn man sich das anschaut. Ich glaube, die machen uns wirklich vor, wie das geht. Vielleicht darf ich da noch kurz einhaken, weil das natürlich ein wichtiger Punkt ist. Und jetzt komme ich aus Klosterneuburg und wir haben das jetzt vor der Tür bei uns, das AST Austria, das ja genau in diese Lücke hineinstoßt, wo das Land Niederösterreich jedes Jahr 50 Millionen Euro investiert in die Errichtung der Labors und der Forschungsstätten. Und da sehen wir, also ich bin nahezu wöchentlich draußen und dieser Spirit, der dort vorherrscht. Wir sind ja erst am Anfang einer langen Reise mit dem AST Austria, aber was wir dort erleben, auch zu dem Standpunkt, also zu der Frage, sind wir attraktiv international in diesem Bereich? Also das kann ich absolut bejahen. Also wenn man mit den jungen Leuten dort spricht, und wir haben da teilweise Forschungsteams und Forschungsleiter mit 29 Jahren, ja, die lieben Niederösterreich, die lieben Österreich, die kommen gerne her und sind begeistert, was wir hier für Möglichkeiten haben. Also wir sind hier auf einem guten Weg. Gibt zu, die Dotierung, das ist immer eine Frage. Ja, nicht nur meines AST Austria ist gut bestallt, sage ich mal. Ja, aber natürlich muss man das auch weiterdenken. Aber hier haben wir als absolut echt ein Leuchtturmprojekt geschaffen in Österreich und bin sehr zuversichtlich aus den Gesprächen heraus mit den jungen Forschern, Forscherinnen und Forschern dort, dass wir hier auf einem wirklich sehr guten Weg sind. Ja. Herr Posch, wie sehen Sie das? Was gibt es da an Möglichkeiten, noch Synergie zu schaffen? Jetzt werden wir ein bisschen das Thema Bildung, internationale Netzwerke, Privatwirtschaft sieht. Also vielleicht ein kurzes Wort. Wir befinden uns auf einer E-Government-Konferenz. Wir könnten auch sagen Digitalisierungskonferenz. Aber wenn wir solche Worte verwenden, dann werden wir erst in der zweiten Runde merken, dass es da viele Unterschiede gibt. E-Government und Privatwirtschaft sind deutlich verschieden. Sie wollen in der Verwaltung weniger und erreichen damit mehr. Wir haben 1,5 Kontakte pro Benutzer und Jahr.
Wenn wir die automatisierte Steuererklärung haben, haben wir vielleicht noch 0,8. Für die Wirtschaft wäre das eine Katastrophe. Kundenbindung, alles weg. Wie kann man das erreichen? Und Christian Rupp hat ja eingangs gesagt, wir haben es in Österreich vom vorvorletzten Platz an den ersten Platz und sehr nachhaltig an den ersten Platz geschafft. Wie kann man das erreichen? Basis für solche Dinge ist und bleibt eine nachhaltige Strategie, eine konsistente Strategie und ein Framework, das Produkte und Firmen überdauert. Weil wir neue Ausschreibungen haben werden und das muss hineinpassen, sonst funktioniert das nicht. Wir haben auch dieses Thema, und wir sind hier auf akademischem Boden, Widerspruch erlaubt, wir haben dieses Thema Innovation, glaube ich, in Österreich im E-Government relativ gut in den Griff bekommen. Wir haben das über die Zeit hinweg gezeigt und ich darf Ihnen einen Beweis dafür geben. Der Vizepräsident der Europäischen Kommission ist an mich herangetreten und gesagt, er möchte sich das E-Government Innovationszentrum einmal ansehen und er wird an diesem Freitag zu uns kommen und wir werden eine Chance haben, ihm diese Kooperation zu zeigen, die eben genau darauf abzielt, nachhaltige Strategien unabhängig für die Verwaltung einzurichten, die dann die Wirtschaft nutzen kann. Und ich glaube, das muss auch der Weg sein, um einem Umfeld, das durch Klein- und Mittelbetriebe geprägt ist, in allen Ebenen eine gute Chance zu bieten. Absolut. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen. Mir ist das letztens aufgefallen, die Frau Schrambeck hat das in ihrem Vortrag jetzt auch angesprochen. Ich erinnere mich an die Folie, im Zentrum steht der Mensch. Wie ist es schaffbar, diesen Menschen da wirklich im Zentrum zu halten und diesen Stellenwert zu geben? Ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel. Ich war letztens in Frankfurt, bin dorthin geflogen. Ich habe im Zuge meines Prozesses vom Check-in zu Hause bis hin zur Abgabe meines Koffers keinen einzigen Menschen gesehen. Ich war nur mehr in Prozesse involviert, wo das Gepäckaufgabe automatisiert war. Da würde es mich interessieren, welche Schritte kann man da noch tun, um den Menschen da wirklich jetzt da ins Zentrum hineinzuholen? Ich würde nur gerne vorher noch was zum Thema Bildung sagen und Bildungseinrichtungen. Wir sehen ja ganz genau das, was jetzt bei der IST oder auch was in Krems hier passiert ist, dass rund um diese Einrichtungen Startups entstehen. Das ist ganz ein Klassiker. Ja? Und rund um diese Startups kommen dann die größeren Unternehmen und unterstützen diese. Das ist das etwas, was wir noch stärker noch fördern können in Österreich und was ja auch letztes Mal mit dem Landeshauptmann auch gesprochen gesagt, was kann ich da tun? Bildung fördern, Fachhochschulen fördern, Universitäten fördern, in diese Richtungen gehen, denn Spin-offs von diesen sind in deren Umgebung finden sich die Startups. Und diese Startups schaffen neue Arbeitsplätze, bringen uns als Großunternehmen neue Ideen, die wir selbst gar nicht hervorbringen können. Also in dem Sinne teile ich zum Teil die Ansicht, dass die Verwaltung doch auch und große Unternehmen, ich sage zwar immer, wir sind klein, weil in Deutschland sind wir ein mittelständisches Unternehmen mit 8000 Mitarbeitern, das ist ein Mittelständler, ein kleiner sogar, nicht einmal ein großes Unternehmen, aber in Österreich ist es ein größeres Unternehmen, da brauchen wir diese externen Innovation Hubs, wir brauchen diese Gehirne außerhalb und müssen ganz stark mit denen in Verbindung bleiben und die Kommunikation mit diesen aufrechterhalten. Es nützt doch nichts, wie ein großer Automobilkonzern, mit dem ich vor kurzem in Deutschland auch gesprochen habe, gesagt, ja, jetzt haben wir ein Innovation Hub in Berlin und ganz super. Und es hat aber nicht funktioniert, weil die sind so entkoppelt von der Organisation in Berlin und die haben den Schulterschluss nicht geschafft. Erst als sie es geschafft haben, wirklich Leute auszutauschen, dann kommen wir wieder zu den Menschen, dass die wechseln müssen von der einen Sicht in die andere Sicht, dass hier Verbindungen geschaffen müssen. Also wir müssen es schaffen, Innovation Hubs zu haben, außerhalb, aber die Verbindung auch herzustellen und dann den Wechsel von unseren Leuten, die in den großen Organisationen oder Verwaltungseinheiten sind, auch hinaus. Die Verwaltung ist das nicht so einfach und für größere Unternehmen auch nicht so, ja, weil da gibt es auch viele Widerstände, wir haben das immer so gemacht, das hat doch so alles funktioniert, warum soll man das auch anders tun? Angst um Arbeitsplätze, wie ist mein eigener Arbeitsplatz dann danach, gibt es den noch oder gibt es den nicht mehr? Dann zu Ihrer Frage, die Automatisierung der Prozesse wird weiter vorangehen. Sie wird also Einspruch ist, alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Da brauchen wir uns keine
Vorstellungen davon machen. Ein einfaches Beispiel. Aber die Frage, ob das gut ist oder schlecht ist, ist dann eine zweite Frage. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo es super gut war. Als ich begonnen habe, damals noch bei Alcatel, war ich im Controlling, also zuerst in der internen Revision und dann war ich für Personalcontrolling zuständig. Was habe ich gemacht? Ich habe so einen Papierstoß jedes Ende des Monats gekriegt mit dem Personal Namen drauf und ich habe eine Excel-Liste, habe das in ein Excel übertragen vom Management, um einen Managementbericht aufzubereiten und habe alle diese 3000 Mitarbeiter dort händisch in Kategorien zusammengefasst und am Schluss um 2 in der Früh bin ich draufgekommen, es hat um 3 nicht gestimmt und ich habe wieder von vorne angefangen. Also das ist etwas, was heute automatisiert ist und niemand würde sagen, ja das ist schlecht, weil meine Zeit kann ich besser verbringen. Ich kann andere Dinge tun, ich kann kreativer sein, ich kann innovativer sein, ich kann Menschen führen, als dieses Excel-File auszufüllen. Und ich glaube, das ist immer so dieser Blickwinkel, Herausforderung dabei, schaffen wir es für alle Bevölkerungsschichten, sie dort mit hinzunehmen und schaffen wir auch vor allem für die nächste Generation die Bildung so stark zu forcieren, dass sie diese Jobs nicht mehr brauchen, ja, dass sie diese, sondern dass sie eben programmieren und solche Dinge tun. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, absolut, ja, diese Vorausbildung da schon bei jungen Leuten. Gibt es keine einheitliche Antwort, das ist eine Herausforderung für uns alle. Also ich glaube, dass sowohl die Wirtschaft wie auch die Verwaltung die Wissenschaft braucht, um herauszufinden, wo die Musik spielt. Nämlich die Musik der Innovation spielt. Ich komme nicht aus Niederösterreich, Sie hören es wahrscheinlich an meiner Sprache, kann Ihnen daher also ein Beispiel aus der Steiermark, wo ich herkomme, bringen. Wer weiß zum Beispiel schon, dass im Raum Graz 85% aller weltweit benutzten NFC-Geräte entwickelt werden. Und das war eine innovationspolitische Entscheidung damals im Umfeld, wie soll sich die FÖST verändern. Das war eine langfristige Entscheidung und hat zu diesem Cluster geführt. Und ich glaube, dazu ist es auf der einen Seite notwendig, dass die Wissenschaft eben Richtungen aufzeigt, wo geht es hin. Und wir müssen uns klar sein, da wird es einiges geben. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist der gesamte Sicherheitsbereich. Weil wir uns nicht leisten können, dass wir in Richtung reine Überwachung gehen können, sondern wir müssen proaktiv in die Sicherheit hineingehen. Ein weiterer Punkt, der wurde heute auch schon angesprochen, ist der Bereich, was hat Internet der Dinge zu tun mit nicht nur autonomen Fahren, sondern in allen Bereichen verwaltungsnah, verwaltungsferner. Und ich glaube, dort müssen wir uns aufstellen, weil dort sind Potenziale, wo wir uns auch noch bewähren können. Es hat keinen Sinn, dass wir uns in den Bereichen aufstellen, wo wir den anderen nachlaufen. Wir müssen Bereiche herausfinden, NFC war ein gutes Beispiel, wo wir eine Chance haben, vorne dabei zu sein. Und ich glaube, Sicherheitstechnologie, Internet der Dinge sind durchaus Elemente, wo wir nicht nur vorne dabei sein können, sondern wo wir, wenn wir das richtig auch von der Politik her aufgreifen, von der steuernden Politik her aufgreifen, die heimischen Unternehmen fördern können. Heute, wenn Sie einen automatischen Staubsauger kaufen, dann wird das, was drinnen ist, wahrscheinlich aus China kommen. Wird aber alle möglichen Randbedingungen nicht beachten. Wenn wir mehr an Verantwortung auch an die, die es verkaufen und an die, die es herstellen, wenn wir damit die Verantwortung teilen, dann werden wir eine Chance haben, dass Produkte mit mehr Intelligenz, mit mehr Sicherheit und daher auch mit mehr Chancen für unsere Klein- und Mittelbetriebe in einem speziellen Sektor. Wir können uns nicht auf alles spezialisieren, wir sind nicht die Weltmacht schlechthin. Sie haben es ja auch bei der Darstellung, wie groß ist A1 im Vergleich zu deutschen Großbetrieben, gezeigt. Aber wenn wir uns diese Sektoren herausholen, dann haben wir eine valide Chance. Ich möchte vielleicht ein bisschen anschließen und zwei Aspekte noch hineinbringen. Auf der einen Seite ist auch schon das Thema Startup gefallen und wie kann man die KMU stärken. Ich glaube, da ist die Rolle der öffentlichen Hand, kann auch die sein, dass wir bei der Beschaffung andere Wege gehen. Also nicht mehr schon Lösungen ausschreiben, sondern das Problem beschreiben und zum Beispiel Startups und KMU einladen, mit uns gemeinsam diese Lösungen zu arbeiten. Das wäre auch einmal ein anderer, ich meine, es ist zwar schwierig mit den ganzen Vergaberichtlinien, aber ich glaube, da müssten wir auch den Mut haben und wir versuchen das in Zukunft, da andere Wege zu gehen. Den zweiten Aspekt, den ich dann noch hineinbringen möchte,
Man sieht an der Diskussion, das Thema Digitalisierung ist eine klassische Querschnittsmaterie. Und ich glaube, das Spannende ist, dass wir uns in unserem Politikverständnis insofern auch, glaube ich, anders aufstellen müssen, indem wir nicht mehr nach Sektoren denken, sondern die großen gesellschaftlichen Themen als die wesentlichen Treiber der Politik definieren. Und da das bedeutet dann aber auch sowohl in der Politik, aber auch in der Verwaltung andere Strukturen, andere Herangehensweisen. Und ich glaube, das ist auch durchaus spannend, das mit der Wissenschaft und auch über den Tellerrand blickend einmal zu schauen, wie kann denn sowas funktionieren, einmal da ein bisschen Labor zu spielen. Ist nicht ein bisschen so eine zweischneidige Sache. Das eine ist der Nährboden, den man darunter schaffen muss. Ja, das ist ähnlich wie mit der Basisinfrastruktur, ja. 5G. Die brauche ich mal, um darauf was aufzubauen. Genauso ist es hier. Aber es geht ja wahrscheinlich um ein bisschen mehr. Digitalisierung wird sehr oft mit Innovation gleichgestellt. Aber es ist nicht so einfach, zu jemandem hinzugehen und sagen, jetzt sei mal kurz innovativ. Wie schaffen wir das? Ja, also ich glaube, ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, weil das auch die Frage dann auch gleich ein Stück weit mitbeantwortet. Quasi die Bedeutung von jetzt Forschungseinrichtungen oder auch Hochschulen für die Entwicklung eines Standortes, weil es sehr gut angeklungen ist am Beispiel ISD Austria, aber genauso, wenn man sich hier umschaut am Campus Krems, wie solche Institutionen quasi einen helfen und dazu beitragen, einen Standort zu entwickeln und wie sich um diese doch eher grundlagenorientierten Institutionen herum auch sofort wirklich, wie die Talente anziehen, wie die Top-Forscherinnen und Forscher anziehen und wie daraus auch ein Umfeld entsteht, das sehr, sehr attraktiv auch für Unternehmen ist. Ich glaube, was wir als Bildungseinrichtung auch noch spezifisch dazu beitragen können, ist ein bisschen auch dieses Disruptive Thinking zu lehren und einzubringen. Man muss gewohnte Wege verlassen und man muss sich das auch trauen. Und das ist natürlich eine Frage des Umfeldes, dass das auch zulassen darf. Aber wenn ich immer in den gleichen Schienen, die vielleicht irgendwann einmal zum Erfolg geführt haben, denke, komme ich eben nicht auf diese neuen Wege. Und ich glaube, hier sind Bildungseinrichtungen, Universitäten besonders gefördert, dass sie diese freien Räume auch schaffen. Da kann man auch ein Beispiel sagen, also wir haben in unseren Programmen sehr viele Programme natürlich, die auf berufstätige Studierende ausgerichtet sind und jetzt könnte man sich denken, dass es sehr wichtig ist, möglichst viel zum Beispiel über E-Learning zu machen, tun wir auch, also wir setzen auch auf das Blended Learning, aber was wir immer wieder von unseren Studierenden hören, ist, wie wichtig es ist, hier diese Präsenzphasen auch zu haben am Campus, sich auszutauschen, vielleicht mal einen anderen Blickwinkel zu haben, eine andere Perspektive zu haben. Und ich glaube, genau dadurch entstehen neue Gedanken und entstehen letztlich auch Innovationen. Also das können wir wirklich als Universität ganz spezifisch dazu beitragen. Ja, also ich kann Ihnen ein paar Beispiele geben, wie wir es uns Unternehmen machen, wie man das umsetzen kann dann in den öffentlichen Bereich. Da müssen wir darüber diskutieren. Aber was sehr gut funktioniert hat, ist etwas, was wir entwickelt haben, das heißt Innovation Jam. Hier pitchen Mitarbeiter um Budgets, genauso wie sie Startups immer pitchen sehen im Fernsehen oder in anderen Bereichen. Und Mitarbeiter können hier mit Ideen kommen und ihre Ideen vorstellen. Und es ist ganz interessant, das sind unterschiedlichste aus verschiedenen Bereichen, die sich zusammentun. Das heißt, wenn einmal das Grundvertrauen da ist, der Unternehmensleitung und Führung, dass die Mitarbeiter eigentlich genau wissen, weil die sind am Point of Contact, die sind nah am Kunden. Und wenn man ihnen die Freiheit gibt, dann ist erstaunlich, was da alles rauskommt. Also die haben zum Beispiel gepitcht und das haben wir jetzt in Umsetzung für ein Portal, das heißt My Enterprise, für Geschäftskunden, weil sie gesagt haben, unsere Geschäftskunden sehen nicht auf einen Blick alles, was sie sehen müssen. Und das ist eigentlich ganz selbstverständlich, weil das habe ich ja bei anderen Dingen auch. Und wir, ja, coole Ideen, haben ihnen dann so ein Speed-Budget zur Verfügung gegeben, sodass sie ein bisschen diesen Startup-Spirit man in die Organisation hereinbringt. Das war das, was ich als Beispiel vorher gesagt habe, dass man irgendwie Ideen entwickeln muss als Führungskräfte, wie schafft man denn das auch in der Organisation? Denn ich glaube ganz wenig daran, dass es nur außerhalb der Organisation sein soll, weil viele Unternehmen gehen jetzt auch viele Unternehmensgründer, große Firmen, ja, da schaffen wir uns jetzt diese Einheit und dann ist alles gut. Es ist ja erst gut, wenn ich das Grundsatzgeschäft transformiere. Es nützt einer Versicherung ja nichts, parallel eine digitale Versicherung aufzubauen, ja, das ist super,
aber was mache ich mit den tausenden Mitarbeitern, die ich in der Versicherung habe? Und da habe ich eben Gelegenheit gehabt, mit Familienunternehmen zu sprechen, die ticken da ein bisschen anders als die an den Börsen notierten, kurzfristig denkenden, quartalsgetriebenen, weil die denken in Generationen. Zum Beispiel ist in Kanada eine der größten Versicherungen von einem privaten Familieneigentümer und die bauen jetzt sukzessive um, weil sie einfach länger denken. Die bauen das schon für die übernächste Generation. Ja. Und wir können uns da ein bisschen was abschauen und versuchen halt in die Organisation, wie wir das in der öffentlichen Hand machen könnten. Das würde mich interessieren, was wir davon da der Rahmen überhaupt möglich ist in dem Umfeld. Naja, es passiert ja sehr viel im Unternehmen. Schau mal, vom MIT sagt ja auch, dass eigentlich das Know-how und alles steckt in den Unternehmen, bei den Mitarbeitern drinnen und ist nicht unbedingt notwendigerweise von außen zuzuholen. Herr Posch, Sie wollten noch was? Einen Aspekt dazu, wie den meisten bekannt, leite ich ein Universitätsinstitut an der TU Graz mit 70 Leuten. Wir beschäftigen dort Russen, Inder, was immer. Und ich glaube, das, was die Frau Vizerektorin genannt hat, der F-Teil, der ist ganz, ganz wichtig, dass wir den nach außen stärken. Unser größtes Problem bei der Innovation wird sein, in mittlerer Zukunft, dass wir keine Leute haben, die das machen können. Nicht, dass wir keine, die Mittel, um die brauchen wir uns, entschuldigen, dass ich das an dieser Stelle sage, relativ weniger Sorgen. Wir haben, zumindest aus meiner Warte, was jetzt so EU-Projekte und was immer betrifft, sehr, sehr wenig Probleme. Wir haben Probleme, qualifizierte Leute zu bekommen und diese Ressource ist knapp. Da können wir was tun, da können wir was tun, vor allem im Ausbildungsbereich in der Schule, aber auch im Image der Technologie. Ein sehr einfaches Beispiel, wenn Sie nicht wissen, wer ein gewisses Bild gemalt hat, dann ist das eine Bildungslücke. Wenn Sie nicht wissen, wie der Ottomotor funktioniert, wie eine Diode funktioniert, dann ist das vernachlässigbar. Und ich glaube, da müssen wir, und das haben wir einer Gesellschaft wie in Indien oder sonst irgendwo, da hinken wir nach. Technologie hat bei uns einen falschen, also einen nicht adäquaten sozialen Stellenwert, um Innovation und Forschung entsprechend voranzutreiben. Das ist nicht morgen sichtbar, das ist nicht in einem Jahr sichtbar, aber in 5 Jahren werden wir dieses Problem massiv haben. Und wir spüren es in der letzten Zeit, nämlich wie viele Bewerbungen können wir aus dem Inland nehmen, wie viele Bewerbungen müssen wir trotz aller Schwierigkeiten der Zuwanderung und was immer von außen nehmen. Da spüren wir es bereits jetzt am Leib. Absolut. Also, Attraktivität ist eine Frage. Die zweite Frage ist die der Kultur, würde ich vermuten. Und das dauert halt ein bisschen, bis man eine Kultur entsprechend geändert hat und bis man diese Prozesse hinein. Aber ich glaube, in Zeiten von Fake News ist es wahrscheinlich gut, Dinge zu hinterfragen. Und da sind die Bildungseinrichtungen die ersten, die diese Kultur in die Köpfe der Menschen und schon der ganz jungen Menschen eigentlich hineintransportieren können. Und ich glaube, das haben wir alle mitgefordert mit unseren Kindern, mit allen, die damit irgendwie betraut sind, diese Art von Kultur zu fördern und dann einen Nährboden für ein erfolgreiches Österreich hier zu legen. Ich glaube, das ist auch so etwas, das Motto der Konferenz, nicht nur E-Government, generell, glaube ich, wie kann Digitalisierung hier etwas bewirken und die Menschen weiterbringen in einem positiven Sinn, bin ich durchaus bei Ihnen. Und in diesem Sinne, weil die Zeit schon relativ fortgeschritten ist, danke ich recht herzlich für die angeregte Diskussion. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen, ein paar Ideen und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß, viel Vergnügen für die nächsten 2 Tage, hier noch viel an weiteren Ideen und Inspirationen mitzunehmen. Dankeschön.